Meine Lieben, mein Heiliger Geist ist leider schon etwas lädiert, der Flügel ist ab, da werde ich wohl noch mit Leim ran müssen bis zum Pfingstsonntag, damit das Fest des Heiligen Geistes dann auch so richtig kommen kann. Pfingsten ist ja das Geburtsfest der Kirche, da sollte dann natürlich auch der Heilige Geist wieder einigermaßen komplett sein. Aber Hand aufs Herz, so nach großer Fete mit Happy Birthday, liebe Kirche, da ist einem ja eh irgendwie nicht zumute. Es wird ja ständig auch von Bischöfen und engagierten Leuten nur von der Krise geredet, vom Untergang, alles ist nichts mehr so, wie es sein soll. Können wir überhaupt heuer so richtig Pfingsten feiern? Ich gehöre jetzt nicht unbedingt zu denen, die vor den Problemen unserer Kirche in dieser Zeit die Augen verschließen, zumal die meisten ja hausgemacht sind. Aber ich meine, Pfingsten muss ich gerade deshalb intensiv feiern. Ich kann mich nicht zurückziehen in vermeintlich fromme Kreise, wo mir alle nach der Nase stehen, und ich brauche auch keine heile Welt aufbauen und schon gar nicht brauche ich mich nach frommen Zeiten von früher sehnen. Pfingsten, wenn ich in die Bibel hineinschaue, in die Pfingstgeschichte des Neuen Testamentes, macht mir Mut, den Traum Jesu wieder aufzugreifen, macht mir Mut, auf die Anfänge von Kirche zu schauen, die am Pfingsten so kraftvoll waren, und es macht mir Mut, meinen Traum von Kirche wieder zu träumen. Diesen Traum, mit dem ich auch vor 22 Jahren meinen Dienst als Priester begonnen habe. Ich lade euch herzlich ein, das Pfingstfest mit mir zu feiern. Ich habe den Gottesdienst am Samstag am Vorabend um 18 Uhr in der Pfarrkirche in Hart an der Alz. Am Sonntag dann um 8.30 Uhr in Feichten, um 10 Uhr in Heiligkreuz und um 11.30 Uhr noch einmal in Feichten in der Pfarr- und Wallfahrtskirche. Der wird dann auch wieder live übertragen im Regionalfernsehen Oberbayern und auf unserem YouTube-Kanal. Am Pfingstmontag feiere ich dann die Gottesdienste wieder mit einer sehr pfingstlichen Botschaft um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Hart an der Alz und um 11.30 Uhr wieder in Feichten, wieder mit der Live-Übertragung. Feiert mit, und wer weiß, vielleicht ist dieser Heilige Geist gar nicht so flügellahm, wie er uns heute manchmal erscheint. Ich glaube sogar, er kann uns gerade heute noch viel sagen. Jetzt schon euch allen ein frohes Pfingstfest!